hat 7 seiner Freitagabendspiele in der Bundesliga verloren. 7 am Stück. 22 Profis, die den Ball flach halten. Mit Jonas Hummels, Co-Kommentator bei DAZN. Also einen richtig erlernten Beruf, würde ich sagen, habe ich eigentlich nicht. Ich habe Psychologie studiert und Wirtschaft und habe natürlich so ein bisschen Erfahrung im Sport und in den Medien, aber so diesen klassischen erlernten Beruf habe ich definitiv nicht. Was ich hier mache, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil so ganz genau weiß ich natürlich nicht. Nee, Quatsch. Ich bin hier Co-Kommentator, ich bin derjenige, der die Fußballspiele erklärend begleitet. Man könnte auch Experte dazu sagen. Ich persönlich präferiere die erste Formulierung, aber prinzipiell bin ich die zweite Stimme, die man immer hört. Das Entscheidende bei diesem ganzen Expertendasein ist schon eine dezidierte Meinung zu haben. Also, dass man Sachen erklärt und aufgrund dieser Erklärung die Leute vielleicht verstehen, warum man eben so gehandelt hat. Die negative Seite des Ganzen ist, dass man natürlich, wenn man mal Entscheidungen nicht richtig beurteilt oder zumindest nicht so beurteilt wie die meisten der Zuschauer, dann kriegt man so ein bisschen medial manchmal auf den Deckel. Also es kann dann schon mal passieren, dass man dann als Real-Fan bezeichnet wird oder als Barca-Fan oder als derjenige, der die Fouls nicht richtig bewerten kann. Aber ja, das ist schon das Höchste der Gefühle. Also der Fußball ganz generell, ich bin ja damit aufgewachsen, ich habe selber gespielt, mein Vater war Trainer, meine Mutter kommt daher. Das heißt, ich bin sehr, sehr tief drin, würde ich sagen, in dieser ganzen Materie. Er vereint vieles. Da spielt der Akademikersohn mit, weiß ich nicht, dem Sohn des Bäckers oder der Tochter des Bäckers oder mit wem auch immer. Das heißt, es ist sehr, sehr divers, man kann es überall spielen, es ist einfach. Es geht auch nicht darum, dass irgendwie der eine schlauer ist oder irgendwie mehr Geld zu Hause hat, sondern es ist tatsächlich, finde ich, sehr verbindend. Die Emotionen mag ich sehr, sehr gerne und es ist so ein, ja, so eine ganz gute Abwechslung. Also wenn ich zu sagen hätte, wenn ich entscheiden könnte, würde ich weniger Spiele machen lassen. Das heißt, die Wettbewerbe ein bisschen kleiner machen lassen, nicht nochmal extra irgendwelche Supercups oder extra Championships oder was auch immer ausrufen, sondern so ein bisschen das Ganze rarer machen, dann ist, glaube ich, das Erlebnis so ein bisschen besser wieder. Touri 2 Edition. Inspiration für Macher.